Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir fragen möchten, denkt er oder sie noch an mich oder hat er oder sie mich schon längst vergessen und mich ersetzt oder gibt es überhaupt noch irgendwie Gefühle für mich, gibt es überhaupt noch eine Existenz, irgendwie ein Gefühl für mich? Okay, bitte pass es auf deine jeweilige Lebenssituation an, auf dein Geschlecht, auf die Person, um die es geht. Wichtig ist, dass wir hier erfahren möchten, in diesem interaktiven Video, denkt er oder sie noch an mich oder hat er oder sie mich schon längst vergessen? Okay, also dafür haben wir heute wieder mal zwei Optionen. Option Nummer 1, das Tarot des Herzens. Option Nummer 2, das Tarot der Hexen, mein Lieblingstarot. Okay, bitte konzentriere dich, lasse die Energien beider Decks auf dich wirken. Und das Deck, was dich am meisten anspricht, entscheide dich ganz in Ruhe. Und während du versuchst, dich zu entscheiden, frage dich immer wieder, denkt er oder sie noch an mich oder hat er oder sie mich schon längst vergessen? Deine Lebenssituation und passt es auf das Geschlecht an, um das es hier geht. Ja? Ganz, ganz wichtig, gehörst du zu den unentschlossenen Menschen? Kein Thema, du kannst beide Optionen auch nehmen. Ist zwar nicht immer sinnvoll, aber manchmal ist es wirklich so, dass in beiden Optionen eine versteckte gebündelte Nachricht für dich dabei ist. Okay? Bitte verzeiht meine Stimme, ich muss immer noch ein bisschen langsamer sprechen, ein bisschen leiser sprechen, weil meine Stimme immer noch arg angeschlagen ist. Aber auch heute möchte ich dir gerne wieder dieses Video mit auf den Weg geben, wo ich wirklich gerne für dich herausfinden möchte anhand des Tarots, denkt er oder sie noch an dich oder hat er oder sie dich schon längst vergessen? Ja? Also ich fange jetzt mal mit Option Nummer 1 an. Du kannst das Video gerne auf Pause drücken. Wenn es dir einfach zu schnell gegangen ist, ist das gar kein Problem. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass du das... das Deck, was dich am meisten angesprochen hat, wirklich nimmst, ja, und dich immer wieder konzentrierst. Konzentriere dich auf diese Person, um die es hier geht und frage dich immer wieder, hat er oder sie mich schon vergessen, ja, oder denkt er oder sie immer noch an mich? Gibt es da womöglich noch Gefühle? Wir schauen mal. Denkt er oder sie immer noch an dich? Oder hat er dich schon längst vergessen oder sie dich schon längst vergessen? Also wir haben hier wirklich noch Erinnerungen, Leute, ja? Also in Option Nummer 1, es gibt hier noch Erinnerungen, es gibt hier noch Gedanken, es gibt hier noch Dinge, die noch bereinigt werden müssen. Aber es ist jetzt kein Gedanke, dass man sagt, dass er oder sie dich noch liebt oder dass es ein Gedanke der Liebe ist, zu sagen, schade, dass man sich getrennt hat oder sowas. Nein, das ist es leider Gottes nicht. Was wir hier haben, sind Gedanken an Erinnerungen, an Sachen, die vielleicht noch geklärt werden müssen, an Dinge, die man erlebt hat gemeinsam, ja, aber auch an negative Momenten. An negative Momenten, wo man sagt, so, man hat viel gestritten, es waren viel Egos im Wege, ja. Eigentlich sah die Beziehung gar nicht mal so schlecht aus, die ihr beide gehabt habt. Oder in der Situation, in der du gewesen bist. Warst du in einer Beziehung drin und die ist auseinandergegangen? Ist das eine Geschichte? Warst du in einer Dreiecksbeziehung drin? Ist es eine andere Geschichte? Bist du jemandem vielleicht näher gekommen und warst in einer Partnerschaft, aber in keiner festen Beziehung, sondern gerade jemand am Kennenlernen? Ist es wieder eine ganz andere Nummer? Also hier geht es wirklich darum, dass du das auf deine Lebenssituation anpasst. Ganz, ganz, ganz wichtig, okay? Denk dran, die interaktiven Videos passen nicht immer auf jeden zu. Dafür gibt es wirklich die private Legungen, wo du mich via WhatsApp anschreiben kannst, wo ich dir gerne Hilfestellungen gebe. Und dir sage, was genau in deiner Situation zu machen ist, okay? Hier geht es darum, die Person, nach der du fragst, dein Partner, dein Ex-Partner, die Person deines Interesses, wer auch immer. Es hätte hier eine gute Bindung entstehen können. Hier gibt es eine Kommunikation. Hier wird es auch romantische Augenblicke geben können. Immer und dann, wenn du dazu bereit bist, demjenigen noch eine Chance zu geben. Also er oder sie denkt zwar an dich, aber das ist jetzt nicht so mit viel Liebe, sondern man denkt über die ganze Situation nach, wie sich das alles entwickelt hat. Warum hat sich das so entwickelt? Warum hat man sich jetzt auseinandergelebt? Ja? Auf der anderen Seite kommt automatisch so ein Gedanke der Befreiung, der Erleuchtung, des Singles-Daseins, des Konfliktlösens. Also der Mensch, um den es hier geht, denkt einerseits an dich mit schönen Erinnerungen, dann kommt wieder so ein Gefühl des, des Chaos, was gewesen ist, ja, dieses Egoistische, dieses Verständnisvolle einerseits, aber auch wieder nicht verständnisvoll. Man hat versucht, in Ruhe die Sachen zu regeln, dann aber auch doch wieder zu imposant gewesen. Ja? Man hat versucht, Fortschritte zu erzielen, ist aber doch wieder 10 Schritte zurückgegangen. Also eigentlich dieses ganze Hoch und Runter, was ihr in der Beziehung hattet. Ja, tollen Sex, aber trotzdem immer Diskussionen. Das ist so ein Hoch und Runter und das ist das, was dieser Mensch immer wieder vor Augen hat. Schöne Erinnerungen, aber auch diese ganzen komischen Chaos-Erinnerungen. Ja? Deswegen denkt dieser Mensch an dich mit als Befreiung. Also man hat sich voneinander gelöst, man hat sich voneinander befreit. Ja? Man sieht es so, dass man jetzt Fortschritte erzielen kann, mit Abstand in einer ruhigen Minute nochmal miteinander zu sprechen.
Verstehst du, was ich meine? Denkt er oder sie noch an dich? Definitiv. Hat er oder sie dich vergessen? Definitiv nicht. Ja, wir haben nicht gefragt, ob sie nochmal einen neuen Anfang geben kann. Wir haben nur gefragt, ob derjenige an dich denkt. Also hier geht es wirklich darum, um aktiv eine Sache zu überstehen, um aktiv aus einer Krise herauszukommen. Hier geht es um aktiv wirklich zu reifen. Wir haben hier eine gute Kommunikation, die mit einem gewissen Abstand, wenn man dem anderen auch ein bisschen Freiraum lässt, ja, haben wir hier eine gute Kommunikation, die entstehen kann zwischen euch beiden, wenn man wirklich versucht, einen Dialog zu finden und ehrlich zu wollen. Was heißt das, zu finden und ehrlich zu wollen? Hier geht es darum, dass alles das, was du eigentlich wolltest in einer Partnerschaft oder in dieser Konstellation und sich noch nicht gegeben hat, heißt nicht, dass sich das gar nicht mehr geben wird. Das heißt einfach nur, dass bei manchen Leuten ein bisschen eine Zeitverzögerung eintritt, ja, sich dann aber irgendwann wirklich stabilisieren wird und kann. Hier gibt es Umzüge, hier gibt es Gespräche, hier gibt es Kommunikation. Diese Person denkt an dich, aber manchmal auch in Momenten, wo du halt zu klettenhaft warst, ja, wo du halt einfach zu aufdringlich gewesen bist, zu impulsiv gewesen bist, dass du vielleicht mehr fürsorglich, mütterlich gewesen bist, mehr als du hättest sein dürfen. Verstehst du, was ich meine? Also die Person an sich hat nicht nur positive Gedanken, nicht nur negative Gedanken, sondern auch manchmal auch das Gefühl, dass du einfach zu klettenhaft warst, zu nervig gewesen bist. Auf der anderen Seite kann es auch die andere Person gewesen sein, ja, die ziemlich nervig und klettig gewesen ist und du empfindest das so. Was haben wir aber hier? Wir haben aber die Fragestellung, was denkt er oder sie überhaupt noch an dich? Ja, also das Wichtigste, was wir hier haben, das Wichtigste, was wir hier zu sehen haben, ist, dass egal, ob du um eine Ehe fragst, egal, ob du verheiratet bist, ob du in einer Partnerschaft bist, ob du verlobt bist, ob du gerade Single geworden bist, ob du in einer Fernbeziehung steckst, egal was, hier geht es darum, dass diese Person und du den jetzigen aktuellen Stand eurer Beziehung oder eurer Trennung akzeptieren müsst. Ihr müsst in die Klarheit gehen, ja? Ihr müsst diese Probleme später nach einer gewissen Zeit der Ruhe lösen können und ihr werdet die auch lösen. Jetzt ist aber gerade der Moment gekommen, Entschuldigung, einer neuen Liebe, die dir gerade bevorsteht, die euch gerade bevorsteht, eine Chance zu geben. Sowohl dein Ex-Partner oder die Person, um den du gerade fragst, besteht gerade eine Partnerschaft, das heißt, denn die Person, um die es hier gerade geht, ist wohl möglich schon in einer Partnerschaft oder kommt gerade in eine Partnerschaft rein, lernt gerade jemanden kennen. Oder andersrum bist du das, denkt an das Tarot, hält uns immer den Spiegel vor Augen. Ja? Auf der anderen Seite kannst du das aber auch sein, die oder der jetzt gerade jemand Neues kennenlernst, okay, aber du den anderen oder die andere immer noch nicht vergessen hast. Also pass auf, ich weiß, dass Option Nummer 1 sich heute ein bisschen schwammig anhört. Das Problem ist einfach nur, dass wir hier einen Menschen gegenüber haben, der an dich denkt mit Nostalgie, mit Gefühlen, mit positiven Erinnerungen, aber er mischt oder sie mischt es aber auch direkt sofort wieder mit negativen Sachen und empfindet diese Trennung eigentlich als Reinigung, als Befreiung, als Segen, nach vorne schreiten zu können. Nichtsdestotrotz hat dieser Mensch trotzdem das Bedürfnis, irgendwann einmal ein Gespräch mit dir zu führen, aber jetzt nicht. Jetzt gerade genießt dieser Mensch sein Single-Leben oder du genießt dein Single-Leben oder du bist in einer Partnerschaft, du bist verheiratet und hast dich distanziert oder dein Mann hat sich von dir distanziert oder deine Frau hat sich distanziert. Nicht nur mit einer Trennung, sondern auch emotional. Und deswegen gibt es hier Probleme. Und man sagt, denkt er oder sie überhaupt noch wirklich an mich? Weiß er oder sie, dass ich überhaupt noch existiere? Wir sind verheiratet, wir sehen uns jeden Tag, aber die Gefühle sind nicht mehr da. Versteht ihr, was ich meine? Es ist hier ganz wichtig, dass man klar unterscheidet, worum es hier geht, in welcher Partnerschaft man ist, in welcher Konstellation man gerade lebt. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Ja? Hier musst du mit Ruhe handeln. Mit Ruhe. Keine Angst zu haben, keine Angst vor der Vergangenheit zu haben, keine Angst vor der Zukunft zu haben. Keine Angst zu haben, neu anzufangen, ja? Bleib Ausdauer und beständig. Gehe wirklich in diese Beständigkeit rein, in die Ruhe rein, in die Liebe rein. Ja, befreie dich, sehe diese Trennung, sehe diese Distanz wirklich als Befreiung an. Auch wenn dieserjenige auf dich zukommt irgendwann, ja, dann gib ihm diese Chance, mit dir zu klären, alles, was zu klären ist. Aber vorher genieße auch du dein Single-Leben oder genieße auch du diesen Abstand, genieße auch du einfach das, was du brauchst, um zur Ruhe zu kommen. Denkt er oder sie an dich? Definitiv. Hat er dich vergessen? Hat sie dich vergessen? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber hier braucht man echt eine Zeit des Heils. Guck mal, hier gibt es heimliche Verehrer. Was ich dir gesagt habe, für den einen oder anderen gibt es bereits schon eine neue Konstellation von beiden Seiten oder von deinem Ex-Partner oder von der Person, um die es hier geht. Ja? Auf der anderen Seite bist du diejenige oder derjenige, der wirklich schon einen neuen Menschen in deinem Leben hast oder gerade dabei ist, jemanden kennenzulernen.
Wenn ihr das beide noch nicht habt, ja, weder einen neuen Partner kennengelernt zu haben, noch in einer neuen Beziehung sein, habt ihr hier einen heimlichen Verehrer. Amor hat viele Geheimliche. Hier gibt es einen heimlichen Verehrer für dich und für dein Gegenüber, aber in erster Linie für dich. Ja, ziehe einen Schlussstrich, solange du noch kannst. Okay, um endlich für dich auf beiden Beinen, mit beiden Beinen auf den Füßen zu stehen. Okay, die Kunst ist einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Was heißt das? Das heißt eigentlich, dass du dir jetzt wirklich keine großen Gedanken machen solltest, ob derjenige an dich denkt oder nicht, sondern du solltest dein Leben wirklich erstmal in den Griff kriegen und leben und genießen und dann schauen, was die Zukunft euch bringt. Okay? Weil euch erwartet eine neue Liebe. Zumindest erwartet dich eine neue Liebe. Okay? Bei deinem Gegenüber sehe ich es zwar auch, aber in erster Linie interessierst du mich jetzt, weil du der Fragende bist. Okay? Option Nummer 2, das Tarot der Hexen. Bitte verzeiht meine Stimme, dass ich heute wirklich komisch rede, aber ich bin echt arg erkältet. Und ich denke mal, dass ich in den nächsten Tagen ein bisschen zurücktreten werde und eventuell auch morgen kein Video aufzeichnen werde. Ich muss mal gucken. Option Nummer 2, bitte konzentriere dich. Ja? Denkt er oder sie an dich? Okay. Oh, hier wollten mehrere Karten. Ui. Hier wollten mehrere Karten reden, also müssen wir die Karten noch sprechen lassen. Also was haben wir hier? Also hier gibt es wirklich jemanden, der noch an dich denkt. Definitiv. Okay, passt es bitte auf deine jeweilige Lebenssituation an, passt es bitte auf dein Geschlecht an. Okay, was haben wir hier? Wir haben also hier zum einen erstmal jemanden, der wirklich noch an dich denkt. Auf der einen Seite kann es sein, dass es sich hier um deine Mutter handelt, dass es hier um ein Mutterproblem handelt, dass du schwanger bist, dass es hier um Kinder geht, dass es hier um eine Trennung geht oder eine womögliche Trennung oder ein Familienkonflikt, ja, mit einer Mutter. Wir haben hier nicht nur Liebespaare, Leute, ja, wir haben hier auch Familien, die unter Konflikte stehen, wir haben auch Freunde, die Streit haben, wir haben auch Probleme mit Arbeitskollegen. Es handelt sich hier nicht immer um Liebe, deswegen ist es wichtig, dass du es auf deine jeweilige Lebenssituation anpasst. Okay, warum sage ich dir das? Weil es wäre nicht fair, wenn wir immer nur von Liebe in der Partnerschaft reden. Hier kann man klar und deutlich sehen, es gibt hier ein Problem. Wenn du schon Mutter bist und du hast ein Problem mit deinen Kindern und du möchtest hier gerne um deine Kinder fragen, denkt dein Sohn oder deine Tochter noch an dich? Ja? Ja, dein Sohn oder deine Tochter denkt noch an dich. Warum? Weil du die Mutter bist. Weil es gab hier viele Geheimnisse, hier gab es viele Konflikte, hier gab es viele egoistische Züge, hier gab es viele Lügen und Geheimnisse, hier gab es viel Stress in dieser Familie. Okay, hier gab es sogar womögliche Anzeigen, hier gab es sogar womögliche Gerichtsurteile, gab es womöglich auch Betrügereien innerhalb der Familie. Also hier gibt es einige Teile von euch, also ein paar Menschen von euch in Option Nummer 2, wo es wirklich um Familie, um Mütter, um Streit, um Anzeigen, um Misshandlungen, um Narzissmus, um ganz, ganz bittere Sachen geht. Nichtsdestotrotz ist die Liebe da. Man muss die alten Strukturen durchtrennen, ja? Man muss die Vergangenheit ruhen lassen, man muss versuchen, auch seinen Kindern zu verzeihen. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, je nachdem, was das Kind gerade gemacht hat, wenn es hier gerade um Anzeigen geht, um Misshandlungen geht, dass dein Sohn, deine Tochter vielleicht im Gefängnis ist, weil sie kriminell geworden ist oder er kriminell geworden ist. Es gibt schon so Dinge, wo ich verstehen kann, dass manche Mütter wirklich knallhart sind und einen Cut machen möchten, ja? Aber nichtsdestotrotz müssen wir immer gucken, dass man als Mutter wirklich auch in diese Mutterschiene reingeht und auch wirklich versucht, ein bisschen denjenigen mehr zu unterstützen oder zu verstehen. Also ich will mich hier nicht ins schneidende Messer legen, auf gar keinen Fall, sondern ich möchte hier eigentlich nur sagen, dass es hier wichtig ist, herauszufinden, warum dein Sohn oder deine Tochter kriminell geworden ist oder was dieses Problem ist. Hier gab es viele Lügen, ganz viele Intrigen, ganz viele, vielleicht auch Klauerei, ja, dass man dich beklaut hat als Mutter, also ganz, ganz bitter. Bist du jetzt keine Mutter? Geht es sich aber hier darum, dass diese Person, um die du hier fragst, ja, kann sein, dass sie sogar schwanger ist, dass wir hier von einer schwangeren Frau reden, ja, von einer reiferen Frau, von einer Frau, die einen Mutterinstinkt hat, eine Frau, die vielleicht nicht schwanger ist, aber sehr warmherzig ist. Oder ein Mann, der diese gleichen Züge hat, okay? Also passt es auf deine jeweilige Situation an. Was wir definitiv hier haben, ist eine Beziehung, die sehr toxisch ist. Wenn ihr noch nicht getrennt seid, sondern nur distanziert seid, dass es hier vielleicht zu Disputen kommt, dass ihr vielleicht ein bisschen im Gefühlschaos seid, dass ihr einfach ein bisschen hin und her gerissen seid, dass ihr nicht wisst, wo ihr hingehört. Hier geht es wirklich darum, dass die Liebe, die du denkst zu empfinden, aufblühen kann. Aber dafür bedarf es einen gewissen Reifeprozess. So wie die Konstellation momentan ist, ist es hochgradig toxisch. Hier ist es hochgradig gefährlich. Ist es hochgradig eine Lüge, eine ganz bittere Kommunikation, ja, eine ganz bittere Verbindung.
Leute, was will ich euch damit sagen? Es ist jetzt ganz egal, ob du schwanger bist. Es ist ganz egal, ob du eine Mutter bist. Es ist ganz egal, ob es hier um Kinder geht. Es ist ganz egal, um welche Konstellation du fragst. Um die Person, um die du hier fragst, ob er oder sie noch an dich denkt. Ja? Handelt es sich hier um eine toxische Beziehung, um eine Abhängigkeit, um eine gewisse Abhängigkeit, sei es emotional, sei es körperlich, sei es mental. Hier geht es um Betrug. Hier geht es um, dass nichts auf dieser Welt ungesühnt bleibt. Ja, hier geht es darum, dass man versucht, in einer Liebesbeziehung nach vorne zu schreiten, um sich gegenseitig zu nähren. Aber dafür muss man evolutionieren. Dafür muss man diese ganzen negativen, toxischen Sachen raushalten aus eurer Beziehung. Wenn du merkst, dass dein Partner toxisch ist, ja, oder dass die Person, um die es hier geht, wirklich Gift für dich ist, musst du dich kackendreist trennen, Entschuldigung, musst du dich trennen, damit das Neue in deinem Leben kommen kann, damit die Liebe blühen kann. Okay? Hier geht es darum, auch zu verzeihen. Hier geht es auch darum, Sachen loszulassen. Gehörst du in einer Konstellation, wo sich eine Mutter mit einmischt, wo eine dritte Person die Gefahr ist für eure Beziehung? Ja? Entschuldigung, ich muss gerade den Schweiß vom Gesicht wischen, weil es ist echt tierisch heiß hier bei uns heute und meine Klimaanlage ist ausgefallen durch diese Regenstürme und der Handwerker hat es nicht geschafft, die Klimaanlage zu reparieren. Alles andere, aber noch nicht die Klimaanlage, ausgerechnet hier in dem Raum, wo ich heute sitze. Nichtsdestotrotz, also hier geht es darum, einen Kraftaufwand zu wagen, die Hoffnung nicht aufzugeben, aus dem Unmöglichen das Mögliche zu machen, ja? Immer und dann, wenn du nochmal der Person, um die es hier geht, eine Chance geben möchtest, ja? Um in eine Kommunikation zu kommen, um herauszufinden, ob es hier noch eine Möglichkeit des Friedens gibt, egal ob du Mutter bist, egal ob du Vater bist, egal ob du Sohn bist und mit deiner Mutter einen Konflikt hast, ja, egal ob es hier um eine schwangere Frau geht, egal ob es hier um eine Bekannte geht, die einfach nur eine Mutterfigur darstellt, egal worum es geht, ob es hier einfach nur um eine Person geht, die ziemlich reif ist, dass du der oder diejenige bist, die einfach sehr sensibel, sehr reif ist, sehr mitfühlend ist, sehr geborgen anderen gegenüber dich gibst. Verstehst du, was ich meine? Aber von anderen falsch behandelt worden bist oder du bist zwar sehr sensibel, sehr mitfühlend, sehr leidenschaftlich, sehr mütterlich, aber gibst trotzdem was Toxisches ab. Also hier ist echt ein Chaos ohnegleichen. In Option Nummer 2, Leute, die Option Nummer 2 gewählt habt, bitte pass es auf deine jeweilige Lebenssituation an und auf dein Geschlecht. Frage mich wirklich für eine private Legung, um das hier nochmal klar auszudrücken bei dir. Hier geht es um Gerichtsurteile, hier geht es um Anzeigen, hier geht es um Unterhaltsklagungen, hier geht es um Jugendämter, hier geht es um Sachen, die mit dem Gehalt zu tun haben, ja, um Arbeitsklagen, hier geht es um Gefühle, hier geht es um Erinnerungen, hier geht es darum, Sachen komplett loszulassen, hier geht es um Neuanfänge. Option Nummer 2, das ist das blanke Chaos, weil diese Option soll an so vielen Menschen getragen werden, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen, dass mir einfach das Video heute wieder mal zu kurz wird, ja? Hier ist es wichtig, einfach wirklich nach vorne zu schreiten, den Kelch der Liebe, die Möglichkeiten, die dir gegeben werden, um nach vorne zu schreiten, um glücklich zu werden, egal ob mit diesem Menschen oder nicht, egal ob du dich in der Familie versöhnen möchtest oder nicht, egal ob du eine Aussprache möchtest oder nicht, es geht dich darum, dass du in erster Stelle glücklich wirst. Hier sieht man, dass nach dem ganzen Chaos, ja, nach diesen Anzeigen, nach dieser Scheidung, nach diesen Gerichtsurteilen, nach diesem ganzen Drama, was hier gerade ist, ja, nach all dem, wenn ihr das alles überstanden habt, wächst auch wieder die Liebe. Dann wachsen auch wieder die Gefühle, dann kommt auch wieder die Harmonie. Okay, der Kelch der Liebe ist da, aber dafür müsst ihr erstmal wirklich durch den Kakao gehen. Dafür ist es wichtig, auch erstmal eine Trennung zu vollziehen, einen Abstand zu gewinnen. Ja, um aus dieser Lügenwelt rauszukommen, aus dieser Gefangenschaft rauszukommen, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, aus diesem Egoismus rauszukommen, den Kontrollwahn. Also hier gibt es ganz, ganz, ganz viele Schattenseiten. Leute, denkt derjenige an dich? Ja, er denkt an dich oder sie denkt an dich, aber es ist ein Gedanke, der mit ganz viel Negativität zusammenhängt, ja, weil hier gibt es Anzeigen, hier gibt es ganz viel Druck, hier gibt es ganz viel Verletzung, hier gibt es so viel Schmerz, der einem gegenseitig zugefügt worden ist durch Abhängigkeiten, bewusst oder unbewusst, ja, Familien, die sich hier zerstritten haben, Mütter, die angezeigt worden sind oder Mütter, die ihre Kinder angezeigt haben, schwangere Frauen, die alleine gelassen worden sind, Fernbeziehungen, die durch dritte Personen, durch Untreue, durch Lügen, durch Geheimnisse kaputt gehen, ja, die hingehalten werden, wo du dich fragst, denkt er überhaupt an mich, liebt sie mich überhaupt, ja, ich bin in einer Fernbeziehung, aber ich komme nicht weiter, was passiert da, Untreue, Lügen, Geheimnisse,
Leute, egal in welcher Konstellation ihr seid, ja, egal um welchen Menschen es sich hier geht es um ganz viele Geheimnisse, hier geht es um ganz viele Hinterhältigkeit, hier geht es um ganz viele Lügen, die erstmal aus der Welt geschafft werden müssen, um nach vorne zu schreiten. Ihr werdet nicht in die Zukunft blicken können mit dieser Konstellation, bis das nicht das alles geklärt ist, was hier auf euch zukommt oder was ihr gerade angefangen habt oder was ihr schon angeleiert habt. Wow, also Option Nummer 2 ist knochenhart, ja. Ist knochenhart. Nichtsdestotrotz versuche ich dir hier wirklich ein ordentliches Ergebnis abzuliefern, weil wir haben hier wirklich unglaublich. Guck mal, so viele Energien. Guck mal, ich sag ja, wenn das Tarot will so viel auf einmal sagen, lass dich nicht verarschen. Guck mal, lass dich nicht über den Tisch ziehen. Lass dich definitiv nicht über den Tisch ziehen, ja? Bleib deinen Gefühlen treu. Willst du wirklich etwas bewirken, dann setze einen Schritt nach vorne. Irgendwann wirst du über alles lachen, wenn du diesen Schritt, den du angesetzt hast, nach vorne gehst. Ja? Überlege dir genau, was du wirklich möchtest im Leben. Überlege dir genau, was dein Herz dir sagen möchte, ja? Wenn du genauer darüber nachdenkst, ist das nicht alles so rosig, wie du es gerade im Kopf hast. Also du musst schon erkennen, dass es hier um eine toxische, abhängige, negative Beziehung geht. Dass es hier, worum es geht, ja, schwer ist zu bestehen und schwer ist, wirklich einen neuen Anfang zu wagen. Hier geht es darum, erstmal Abstand zu gewinnen, dich zu befreien, ja, und dann irgendwann in aller Ruhe darüber nachzudenken, ob es sich hier überhaupt lohnt, mit derjenigen oder mit demjenigen überhaupt einen Kontakt aufzubauen. Wow. Leute, ich danke euch für eure Zeit, ja. Ganz, ganz lieben Gruß von mir. Ich danke dir. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Drücke mir ein Like, ja. Hinterlass mir einen Kommentar und denk dran. Ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du auch meine Nachrichten zu deinen machst. Und pass auf dich auf. Diese zweite Nachricht hat mich wirklich sehr nicht mitgenommen, ja, sondern einfach nur nochmal dazu bewegt, ja, nochmal ein anderes Video aufzuzeichnen, wo du wirklich nochmal hinter die Kulissen blicken kannst und denk dann, schreib mich für eine private Legung an, ja. Ich wünsche dir alles Liebe, bye.